Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper. Hallo. Nabo. Hi. Und Vanwa. Hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Bruder von dieser einen Special-Einheit gerettet und dann noch einen Wissenschaftler in Gefangenschaft genommen, so ungefähr. Und Vanwa macht mal wieder die besten Einfachkünste hier. Okay. Aufgebockt. Und er zieht gerade einen Zivilisten hinter sich her. Ach was. So, Kommando, was ist unser nächster Einsatz? Also, unser nächster Einsatz ist das Vorratslager für den chemischen Grundstoff fürs Kokain zu zerstören. Dafür fahren wir nach rechts. Das ist auf dem Flugplatz anscheinend. Also in den Daten steht auch, dass es kurz vor der Lieferung nach Okro ist. Ne, Okoro. Entschuldigung. Links? Gut. Ist da ein Panzer an den Straßenrand? Ja, aber den Nigeriva, das ist Unitas. Okay. Links? Rechts sehen wir schon den Flugplatz. Naja, mehr oder weniger sieht man ihn. Also ich sehe da Bäume. Ich ja, auch. Aber wenn du da durchspähst, dann könntest du den Flugplatz sehen, wieder rechts. Und jetzt müssten wir ihn mindestens sehen können. Die haben rechts. Rechts. Vor uns ist schon der Eingang quasi. Kommen wir durch den Zaun? Eingang. Die Drohne ist unterwegs. Keine Drohne. Was? Das Signal ist gejammt. Oh. Na prima, wo? Kannst du mal das Auto hier hinbringen? Hm? Ja, man könnte sonst hier auf das Ding drauf klettern. Achso, ja, Moment. Nee, passt schon, passt schon. Okay. Ach, schon mit dem Heli. Da vorne patrouilliert Vorsicht, jemand. Vorsicht, im ersten Hangar sind Gegner. Soll ich den Heli vom Himmel holen? Kleine Gruppe Tangos. Der fliegt weiter. Da kommt jemand raus. Also ein Zivilist, keine Sorge. Aber da Vorsicht, aber trotzdem erschießen. Negativ. Ja. Die Person im ersten Hangar ist jedoch bewaffnet. Da ist noch einer. Da drüben. Schwer bewaffnete Patrouille. Dahinter stehen noch mehr. Ja, kann ich bestätigen. Zwischen den Hangar steht einer. Hangar rein. Achtung, hier vorne auf unserer Seite ist einer. Positiv. Jetzt. Zwischen den Hangars ist erledigt. Zwischen den Hangars schläft. Und die zwei komme ich auch dran, wahrscheinlich. Sicherheitshalber einer Schuss drauf haben. Falls er hat sich gerade zur Seite gedreht, noch kann ich nichts machen. Ich bin im Hangar drin, direkt neben ihm. Okay. Im rechten Hangar. Ich könnte Ich habe zwei im Visier. Ja. Die Bewegung im Hut von der 1. Okay. Der schläft auch. Oh, hier vorne ist Party. Ja. Was ist unser Ziel? Ist. Wir sollen die Grundstoffe, die chemischen Grundstoffe finden und zerstören. Die müssen hier irgendwo in den Hangars sein. Von meiner Position aus sehe ich 1, 2, 3, 4 Leute. Hinter uns. Da ist einer rausgekommen aus dem Hangar, aber der geht gerade wieder rein. Okay. Ist wieder weg. Also die vier hier vorne kann ich nicht ausschalten, die schützen sich gegenseitig.
Können wir mit der Sprengdrohne reinfliegen und die vier ausschalten? Oder stehen die zu weit auseinander? Nee, die stehen nah genug dafür wahrscheinlich, aber es ist halt zu laut. Also ich würde lieber, solange wir noch nicht bemerkt wurden. Ganz okay. Zu vermeiden, okay. Mhm. Wie viele sind das? Sind das drei oder vier? Vier. Ich sehe nämlich nur drei, okay. Einer des... Der andere steht rechts unter diesem Flugfeld. Ah, ja, ja, ja. Das Flugfeld war da runter, links war da noch unterwegs. Die zwei kommt in unsere Richtung, die könnten wir ausschalten. Zwei ist stehen geblieben. Zwei läuft weiter. Schaut in unsere Richtung. Der hat bestimmt das Blut gesehen, obwohl ich habe ihm das Genick gebrochen. Dann sucht er seinen Kollegen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Sobald er sich umdreht, ist er weg. Dreht sich um. Der schläft. Okay. Wie ist die Lage vor den Hangars? Ruhig. Schwer zu sagen. Dann würde ich mal eine Drohne kurz nehmen. Ich nehme die Drohne. Die sind gestört. Die Drohne tut's nicht. Mittlerweile stehen die vier Leute übrigens beieinander. Aus. Ah, der eine trennt sich gerade wieder. Wie man sagte, ja, das würde zu viel Aufsehen erregen, wenn wir jetzt hier mit Sprengungen loslegen. Nee. Nur wenn zwei in einer Reihe stehen, dann könnte man sie ja so erledigen. Die sind auf irgendwas aufmerksam geworden. Ja, auf mich. Ja. Fuck. Drei gehen auf dich los. Ich kann jetzt den einen erledigen. Dann wären es nur noch drei, dann könnte man die... Sollen zu mir kommen. Ich höre noch keinen. Ich habe zwei erledigt. Jetzt ist Alarm. Ja? Feuern auf Sichtkontakt. Ja. Würde ich empfehlen. Aber ich glaube, da ist noch keiner erwischt worden bisher. Ich glaube, sie wissen nur, dass hier jemand ist. Weil die werden vermehrt wahrscheinlich Leute in unsere Richtung schicken. Aber sie haben den Alarm noch nicht angemacht. Ja, aber wenn wir ausstreuen... Jeder Störgerät. Ich sehe den Generator. Wenn ihr rankommt, zerstören. Ich bin auf dem Weg. Ziel gesichtet. Die Leute sind aber wieder ruhig. Okay. Ich folge Reaper, gebe ihm Rückendeckung. Verstanden. Achtung, da kommt jemand. Wann war hinter uns? Achtung, auf dem Tower ist einer. Scharfschütze. Positiv. Der Schuss fällt. Wir machen Salto nach hinten, bleibt bloß da oben liegen. Achtung mit der 2, die ist relativ schlecht zu sehen. Hab sie jetzt. Hätte sie im Visier. Schießen. Sehr gut. Strom ist aus, Störsender ist aus. Okay, ich setze mich zwischen die Fässer und bin jetzt mit Drohne. Nummer 1, der Schwergepanzerte kommt in unsere Richtung. Negativ, er biegt wieder zu den Hangars ab. Wenn er die Leute sieht, wird's blöd, ne? Nee, da patrouilliert vorne beim ersten Hangar, nicht dazwischen. Einer ist noch hinter euch. Na, hinter uns, den sehe ich gerade nicht. Steckt sich hier noch eine Kiste. Den kriege ich. Dann viel Spaß. Achtung mit der 3, nicht dass der einen Querschläger abkriegt und nervös wird. Ja, der Penner ist ja richtig gut. Und noch einer, die 4 kommt auch in eure Richtung. Ich glaube, ich sehe das Medikamentenflugzeug übrigens. Hätte ich im Visier. 3 kannst du erschießen. Sehr gut. Alter, wie weit ist denn der bitte geflogen? So schnell habe ich doch gar nicht geschossen. Nach Durchschlagskraft. Ziel identifiziert. Ja, direkt 5 Meter nach hinten hier so. Ne, im Tower sind keine Flugkontrolllotsen. Was war jetzt eigentlich nochmal das Ziel? Zerstören oder erbeuten? Ja, so wie zerstören. Ziel 5 gesichtet. Die Frage ist, wo sind die Sachen? Sind die im Sollten im Hangar sein, im Hangar. Die logischste Schlussfolgerung. Ja, sind auch im Hangar. Links oder rechts? Also, oder... Beide. Okay, beide. Mehrere Paletten. Ich empfehle, die Sprengung vorzubereiten und wir räumen erst noch auf. Ach, das sind diese Sachen, ja, ich denke auch.
Da können wir nämlich theoretisch mit dem Medikamentenflugzeug auch fliehen. Okay. Okay. Machen wir so. Dann leg ich mal C4. Wir haben Alarm am Start. Die Sprengladung ist scharf. Alarm aus. Eine Ladung pro Hangar sollte reichen. Der Sprengradius ist groß genug. Kann man die zwei erledigen? Die zwei ist alleine. Okay. So, Sprengladungen liegen. Wann du musst schneller schießen. Okay, wenn ich das richtig sehe, haben wir nur noch die vier markierten. Okay, und die sind vom Flugzeug, ja. Ja, warte kurz, ich versuche herauszufinden, wer der Pilot ist. Sieht man allen nicht an, die sehen alle nicht nach Piloten aus. Die drei noch am ehesten, wegen der Hose. Moment, ich gehe mal in den Winkel, dass ich die drei erledigen könnte. Ja, drei und vier sehen. Wobei. Nee, die sehen alle nicht nach Pilot aus. Hab einen. Okay, drei Stück noch. Ja, der zwei oder vier? Okay. Nein, nicht den Flieger schießen! So, wollen wir den gleich mitnehmen? Ist ja Medikamentenlieferung. Ja. Okay, aber ich würde erstmal noch die Zivilladung die Sprengung hochladen. Machen, ja. Die alle außerhalb des Sprengradius? Jo. Okay, positiv. Dann. Sprengung frei. Wenn wir diese Lage ausschalten, kommt die Kokain-Funktion in Libertad zum Erliegen. Feuerwehr! Hier ist Bowman. Exzellente Arbeit in Libertad. Mit Jensen haben wir die Ausbildung in der Provinz lahmgelegt. Und ohne die Grundstoffe von Bayer Biogas ruht die Produktion. Das wird das Kartell jeden Tag Millionen kosten. Ja, und trifft es an einer empfindlichen Stelle. Habe verstanden. Danke für die netten Worte. Wir begeben uns zum nächsten Einsatzort. So, wir müssen nach Norden. Und nun hat das Kartell auch noch seinen Glauben verloren. Falls ihr falschen Idolen gefolgt seid, seid nicht... Ach ja, Leute. Kannst du mal dieses komische Gedudel ausmachen? Hör bei mir, kommen Nachrichten. Ja, bitte. Danke. Wahrscheinlich ist das das Gedudel. Oh, Kollisionskurs. Jesus, muss mal angeschaltet werden. Eieiei. Vor allen Dingen ist denen scheißegal, dass wir hier gerade. Ja. Mindestens 5 Verstöße gegen die Luftfahrtgesetze begangen haben. Ja, so, ne. Aber man muss ja eins lassen: die Gegend hier sieht schon irgendwo schön aus. Das sieht einfach nach Montreal aus. Siehst du so ein bisschen links die ganzen Felder? Ja, ich sehe da auch die Landebahn so leicht angedeutet. Ja, ja, ein bisschen hoch. Ich würde von der anderen Seite anfliegen, oder? Ja, das scheint mir ein bisschen besserer Winkel zu sein. Ist ja auch für was das ein guter Ort ist? Okay, man vertraut ihr nicht. Die beiden haben lieber Spaß im freien Fall. Ah, das ist dafür doch ein perfekter Ort. Oh, Vogel, Vogel! Ah! Nirgends ist es so ruhig wie nach dem freien Fall, wenn du den Fallschirm geöffnet hast. Vorsicht, Vorsicht! Oh, Mann, da! Alter, die Bremsen von den Modellen sind aber auch nicht die besten. Die Leine war doch noch ziemlich die kürzeste, die ich gesehen habe. Also wir können mit einem Hubschrauber oder mit dem Flugzeug weiter? Ich bin für Hubschrauber. Theoretisch können wir mit dem hier los. Ja, aber wenn ihr wollt, dann nehmen wir den. Nee, wenn du unbedingt möchtest. Du entscheidest, du bist der Pilot. Der Heli wollt, ich kann mich auf alles einstellen. Der Heli hat halt auch keine Waffen, ne? Negativ. Naja. Ist ja wurscht. Was sagt denn unser PDA? Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Schäfchen. Haben wir hier nicht hier, wir sind in La Cruz, haben wir hier nicht noch was? Ja, hier. Ganz hinten. La Plaga will er was. La Plaga, ja. Jupp, dann machen wir das. Nordwesten. Nordwesten, da sind wir fast schon richtig da.
bisschen weiter nach links. Kannst dich so grob an dem Fluss orientieren. Verstanden. Beziehungsweise da vorne ist ja so ein bisschen Stadt und so. Und dahinter auf dem Berg. Beziehungsweise hinter diesem kleinen Berg ist ja noch so ein bisschen. Negativ, also die Stadt kann ich nicht erkennen. Ah ja, obwohl ja, das Dorf. Gebäude, wie auch immer. Aber dahinter ist halt dieser Berg und links davon ist noch so ein kleiner Miniberg. Den Miniberg, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, unser Sanitäter und das Nabe haben ziemlich einen Schiss. So wie die so drum wackeln, wir müssen auf Klo. Okay, du meinst. Wäre hier ein Loch drin, dann könnten wir auch einfach links so. Ja, dieses Hausding da. Oh, aber wäre es nicht sinnvoller, wenn wir auf dem Flugfeld landen und da kann der Sniper snipen? Naja, hier sind Feinde auf dem Flugfeld. Oh. Ja. Kannst wenn du ruhig halten würdest, dann könnte ich da auch runterschießen. So ist es nicht. Oder bei diesem Eingangshäuschen an der Straße. Das sollte doch leicht zu überwinden sein. Außerdem könnte man da Minen setzen für eine eventuelle Flucht. Bei dem Fahrzeug da, oder ja. Was? Wenn man ein bisschen nach rechts drehen würde. So, was haben wir denn da unten? Da unten haben wir 1, 2 Gegner. Noch einen nehme ich an. Ja. Ja. Unser Ziel ist übrigens, Laplaga zu töten. Ah, gut. Also keine dann Verluste. Wir das können wir machen. Das Haus ist auch nicht so schön, dass man sagen muss, dass. Okay. Bring uns mal runter, der Typ da ist scheiße. Ja. Ein Arschloch schießt auf uns. Was ist das denn für ein Funkspruch? So, alle aussteigen. Ich weiß übrigens nicht, ob ich hier richtig laufe. Ja, solltest du. Irgendwo ist hier noch einer. Ja, ist da gewesen. Den hat man wohl erledigt. Starte Drohne. Okay. Hier war aber vorhin noch einer. Aus dem Heli heraus sah der dunkel gekleidet aus. Also direkt am Straßenrand ist keiner mehr. Ja, vielleicht hat er sich da kommen aber Leute versteckt. Angerannt. Was ist angerannt? Oh. Ja, zwei Leute. Töten? Die Drohne ist oben. Ja, töten. Ein dritter noch. Fuck, fuck, fuck! Das war es auch mit ruhig dahin, ne? Hm. Passiert hier irgendwie nicht so viel. Naja, warte ab. Ruhe vor dem Sturm. Wollen wir über die Hauptstraße lieber rein oder über die Bäume? Also ich sehe auf dem ganzen Gebiet eigentlich niemanden mehr. Deswegen wir können auch die Hauptstraße nehmen. Okay. Soll ich eventuell die Straße vermieten, falls er flüchten will? Ja, allgemein, vielleicht sollte auch einer bei dem Häuschen warten, falls er flüchten will, dass wir ihn hinterherfahren, wenn wir ihn nicht erledigen können. Ja, hier vorne ist ja auch ein Auto. Ah ja, gut, laut stimmt. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Wie gesagt, Minen freigegeben. Ja. Ah, da ist ein Sportwagen. Vielleicht können wir den zerstören, dass er nicht losfahren kann. Würde ich jetzt aber noch nicht machen. Das Ding ist alarmgesichert. Hey, ich platziere eine Mine. Wissen die nicht schon, dass wir hier sind? Okay. Ich sehe hier keinerlei Aufregung in der Hütte. Hm. Insgesamt 3 Minen liegen auf der Straße. Das ist scharf. Es ist ein bisschen zu ruhig hier irgendwie. Willst du damit die Sprengkraft erhöhen, falls die Minen hochgehen? Das ist ja nur, falls da noch mehr Fahrzeuge durchkommen. Auf ungefähr den Positionen habe ich auch meine Minen platziert. Wenn die Minen hochgehen, gehen deine C4-Ladungen auch hoch. Ah ja, dann ist. Ich bin hier vorne am Eingang. Ich habe die übrigens auf seinem Rucksack mal genommen. Fahrzeuges. Und im Moment sehe ich hier einfach keinerlei Feinde. Hier ist einfach nichts. Oh, ich sehe aber eine junge Frau. Ja, die junge ist, das ist was anderes. Ja, auf ihr Rucksack. Oh, ich sehe doch jemanden. Am Fenster steht einer. Na, er sitzt. Wie auch immer. Ich sehe von der Terrasse aus noch jemanden im Gebäude. Da kommt jemand. Da kommen sie ja. Okay.
Ich denke, es ist ganz schön scheiße für ihn hier am Ende der Straße zu leben. Ja, weit ab vom Hauptverkehr. Kommt hier da jemand? Okay, wann war blockiert noch die Straße? Wir wollen es ihm ja nicht leicht machen, ne? Der hat ausgestopfte Tiere in seinem Haus. Oh, das hätte ich auch gerne, so einen Löwen. Im Erdgeschoss. Der hat auch irgendwie eine komische Kamera, die... Ist der Musiker, der Mann? Du meinst, weil er sich beim Trainieren filmt? Ja, guck mal hier. Der filmt sich auch beim Gitarre spielen. Bin im Erdgeschoss. Fitnessstudio. Ach ja, oh, der schießt auf meine Drohne. In Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum gegurkt. Was? Hanwar? Was soll man noch machen? Tango am Boden. Mit 17, 18 in Brandenburg. Das ist das Gasgeruch. Für mich riecht das ja nach Crack. Sagt, was ihr wollt, aber La Plaga weiß, wie man eine Abschiedsparty schmeißt. Bist du das, Orange? Ja. Da unten sind noch zwei Leute. Der hat meine Drohne abgeschossen. Verdammt. Deine zwei Position, Leute. Reaper? Ach ja, ist scheiße. Unten eventuell? Unten im Keller, ja, rechte Seite. Ich flieg da mal lieber mit der Drohne rein. Ja, ich sehe ihn vor mir. Ist er direkt vor dir? Oh ja, das ist ja. Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal. Ich kann meine Drohne nicht mehr benutzen. Tango am Boden. Oh, ich hab's sich verzählt. Es waren drei. Dann ist da noch einer angerannt gekommen. Ach, riecht ihr das Crack hier? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, danke, mir ist schon schlecht. Ich rück zu euch auf, meine Drohne funktioniert nicht. Warum sauber? Hier links Bewegung. Wo sind das unsere Schritte, die hier hallen? Vermutlich. Könnte sein, ja. Ich sehe im Moment nichts. Auch nicht. Wenn da eine Garage ist, muss da vielleicht doch eine Ausfahrt sein. Vielleicht sollten wir drauf achten. Ich sehe La Plaga. Holen wir ihn uns. Der fährt ja nicht durch sein Haus raus. Muss er sein. Bahn muss raus. Motoren, die versuchen wahrscheinlich zu flüchten. Ja, ich schau. Den Motorrad. Schnell wie möglich. Oh, verdammt. Ja. Ich fahr das Motorrad. Der Wichser entkommt uns nicht. Habt ihr gehört? Ja, so viel zu unserem Plan, ne? Ja. Boah, irgendwie erinnert mich das mit den Motorrädern an meine alte Karriere, wo ich mal in Los Angeles genau so eine Bank überfallen habe. Wow. Was ist das? Das zur... Da war ziemlich schlecht ausgeleuchtet. Ich versuche euch über GPS zu unterstützen. Wow. Oh mein Gott, hier ist ja heiß. Ja. Das habe ich vorher nicht gewusst. Versucht nicht alle da reinzufahren. Ja, ich habe mich zurückfallen lassen. Wann war liegt da? Ich muss mal grad. Wo genau? Scheiße, Reaper liegt auch. Genau in die Richtung, wo du guckst. Okay, Gegnersituation? Kann ich leider nicht einsehen. In der Garage vor mir ist noch jemand. War einer. Shit. Okay, sehr schön, du hast ihn ausgeschaltet. Oh boah, der ist mir gerade in den Schuss gerannt. Kannst du Reaper und Vanwa aufheben? Ich sehe sie gerade noch nicht. Aber ich höre sie. Junge. Ab wann war? Oh, danke. Er steht da hinten. Ich geh direkt hin. Okay. Oh Gott. Eieieiei. Ich hab ihn gerade gesehen, den Typen. Der war hier in der Garage. In so einem schwarzen Ledermantel mit einer schwarzen Hut. Was ist denn hier passiert? You're next. Ja, genau, hier war er gerade drin. Ich hab ihn gesehen. In meinen letzten Augenzügen. Liegt er da? Hast du dir eingebildet?
Ja, kann schon sein. Der hier. Der hier. Ja, der ist mir in den Schuss gerannt. Oh, wirklich sauber rein. Ups, lass dich mal gerade kurz fallen. Ich frag nicht. Er braucht seine Karre ja, glaube ich, eh nicht mehr. Nee, ich glaube auch. Ich tue aber mal kurz aufmunitionieren. Wer baut sich denn so ein Tunnel in sein Häuschen? Ist ja einer, der schnell fliehen muss. Weil hier ist ja Dead End. Ich mag solche Autos. Ja, wir brauchen eigentlich nur von hier ein praktisches Fahrzeug. Haben wir den Auftrag erfüllt? Ja. La Plage ist tot. Damit war es das für den Auftrag. Alle aufmunitionieren? Vielleicht auch auswechseln. Okay. Das Speicherkarten, okay. Ist alle einverstanden? Jo. Okay, dann hoffe ich, hat euch diese actionreiche Folge mal wieder gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst ein Like und einen Kommentar und bis zur nächsten Mission. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.